Herzlich willkommen zu diesem Raft-Info-Video, das Rezepte 1x1. Nach dem großen Update 9 am 7. Februar hat sich ja auch einiges bei den Rezepten bzw. bei dem Sättigungsgefühl verändert. Deswegen bleibt dran, wir gehen einzeln die Rezepte durch, damit ihr euch eure persönliche Top 5 rausziehen könnt im Hinblick von Dauer des Kochens, das heißt natürlich vorausgesetzt, ihr legt auch die Planken danach, Menge und Sättigungsgefühl. Und jetzt würde ich einfach sagen, let's go! Lasst uns loskochen. Hier seht ihr meinen Topf mit den Rezepten. Wir fangen von oben links an und enden unten rechts. Und los geht es mit Haihappen. Dafür brauchen wir zweimal Haihappen, einmal Pilz und einmal Silberalge. So, dann suchen wir uns das alles mal schön zusammen. So, jetzt legen wir die Silberalge auf den Topf und noch den Pilz und zweimal Haihappen. Und los geht's mit dem Kochen. Und nach 3 Minuten 30 ist das Gericht fertig. Und wir achten jetzt mal drauf, wie viel kriegen wir denn da raus? 3 Gerichte, dreimal Haihappen in 3 Minuten 30. Und wenn wir jetzt das Ganze noch probieren, dann achten wir jetzt alle mal links unten auf die Balkenanzeige, was passiert mit dem Essen und mit dem Trinken. Wenn wir einmal Haihappen essen, passiert ziemlich viel bei der Sättigungsanzeige. Es ist zwar nicht so viel wie bei anderen Gerichten, da kommen wir ja noch dazu, aber es ist schon ziemlich sättigend. Und weiter geht es mit dem Deluxe-Wels. Dafür brauchen wir Kartoffeln oder Rüben, Wels und Pilz. Und wir suchen uns das Ganze wieder zusammen. So, und wir legen die Kartoffel drauf und den Wels und den Pilz und los geht's mit dem Kochen. Das Ganze ist dann mal nach 3 Minuten 30 fertig und wir achten jetzt drauf, was passiert, wenn wir Pickup Deluxe Wels machen. Wir bekommen zweimal das Gericht Deluxe Wels bei raus. Und wenn wir jetzt das Ganze noch probieren, dann erhalten wir einmal in 3 Minuten 30, wie viel bei der Sättigungsanzeige? Okay, das ist auch ziemlich gut. Circa so viel wie beim Haihappen. Und weiter geht es mit den gleichschenkligen Unterschenkeln. Dafür brauchen wir zweimal Schenkelchen und zwei Beeren. Und wir suchen uns das Ganze wieder zusammen. Zweimal Beeren und zweimal Schenkel. Und beginne mit Kochen. Das Ganze ist dann nach 3 Minuten 30 auch vorbei.
Und wir achten jetzt wieder drauf, was passiert. Pickup. Wir bekommen zweimal das Gericht gleichschenklige Unterschenkel in 3 Minuten 30 bei raus. Und was passiert, wenn wir das Ganze jetzt essen? Wir achten wieder links unten auf den Balken. In 3 Minuten 30 bekommen wir... Wow! Viel! Viel Sättigung bei raus. Sehr viel sogar. Gut. Weiter geht es mit dem Lachssalat. Dafür brauchen wir Ananas oder Mango, Lachs und Silberalge. Und wir suchen uns das Ganze zusammen. So, die Silberalge, dann der Lachs und dann habe ich mir die Ananas mal ausgesucht. Und das Ganze wieder, los geht's mit dem Kochen. Natürlich schön Planken nachlegen und nach 3 Minuten 30 erhalten wir zweimal den Lachssalat. Und wenn wir jetzt das Ganze noch essen, dann mal gucken, was passiert, wenn wir einmal nur den Lachssalat essen. Wir achten auf die Anzeige und da passiert auch ziemlich viel. Es ist auch sehr sättigend. Weiter geht es mit der Kopfbrühe. Dafür brauchen wir Kartoffeln oder Rübe einmal, zweimal Köpfe von Fischen und einmal Milch. Und dafür legen wir die Milch gleich mal schon drauf. Und weiter geht es und wir suchen uns die anderen Artikel aus. Die Kartoffel und die Fischköpfe. Und legen die jetzt auch noch auf den Topf oder auf den Grill. Das ist ja ein Topf. So, zwei Köpfe. Und einmal eine Kartoffel. Und das Ganze, los geht's mit dem Kochen. Das Ganze ist nach 3 Minuten 30 fertig. Wir machen Pickup und erhalten zweimal Kopfbrühe. Und wenn wir jetzt das Ganze noch essen, dann gucken wir wieder alle links unten auf die Anzeige vom Sättigungsgefühl und was passiert. Ja. Das ist auch ziemlich gut und ziemlich sättigend. Weiter geht es mit dem Kokosnusshähnchen. Dafür brauchen wir zwei Schenkel, eine Kokosnuss und einen Pilz. Und wir suchen uns das Ganze zusammen. Und jetzt kommt der Pilz. Ne, erstmal die Schenkel. Dann kommt die Kokosnuss und der Pilz. Und los geht's mit dem Kochen. Das Ganze ist in 3 Minuten 30 fertig. Und wir achten drauf, was kriegen wir dabei raus? Zweimal das Kokosnusshähnchen. Und wenn wir jetzt noch das Ganze probieren... Sieht auch wieder sehr schön aus. Und wir schauen links unten auf die Sättigungsanzeige. Was passiert? Nicht so viel.
Und weiter geht es mit dem Pilzomelett. Dafür brauchen wir eine Kartoffel, zwei Eier und einen Pilz. Und wir suchen uns das Ganze zusammen. So, die Kartoffel, die zwei Eier und der Pilz. Und los geht's mit dem Kochen. Das Ganze ist in 3 Minuten 30 fertig. Und wir schauen mal nach, was bei rauskommt. Zweimal das Pilzomelett. Und jetzt schauen wir gleich mal nach, was passiert, wenn wir das Ganze auch essen. Wir schauen links unten auf die Anzeige. Ist auch wieder sehr schön animiert, haben sich wieder alles sehr Mühe gegeben. Also wir schauen links unten auf die Sättigungsanzeige und es kommt, wow, für das Pilzomelett ziemlich viel Sättigung bei raus. Weiter geht es mit dem einfachen Fischeintopf. Dafür brauchen wir Kartoffel oder Rübe und zwei verschiedene Fischsorten, beziehungsweise eine einzige reicht. Wir können dann aussuchen, welche haben wir eigentlich mehr oder weniger. Deswegen, wir schauen uns jetzt nochmal ganz genau an, welche Zutaten wir brauchen und wir suchen uns das raus. Ich habe mich jetzt für den Hering entschieden, zweimal Hering und zwei Kartoffeln und das Ganze let's go kochen. Das Ganze ist in genau 1 Minute 30 schon fertig und wir schauen mal, oh, es kommt einmal den einfachen Fischeintopf bei raus, in 1 Minute 30. Okay. Einmal in 1 Minute 30. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir diesen einfachen Fischeintopf essen. Wir schauen also wieder links unten auf die Sättigungsanzeige. Und es ist auch relativ wenig vom Essen her. Also wir bekommen in 1 Minute 30, ja, mit wenig Ressourcen ein richtig schnelles Rezept, aber wir erhalten auch dementsprechend auch wenig Sättigung. Und weiter geht es mit der Gemüsesuppe. Die hat wenig Zutaten, nämlich nur Kartoffeln oder Rüben viermal. So, dann gehen wir mal los und schauen, wie viel haben wir denn mehr auf Lager? Ich habe beides relativ viel und ich entscheide mich für die Rüben. Und ich lege auf den Topf. Eins, zwei, drei, vier Rüben und beginne mit dem Kochen. Das Ganze ist bereits in 1 Minute 30 fertig. Und was kommt bei raus? Einmal die Gemüsesuppe. Und wenn wir jetzt das Ganze noch probieren, dann achten wir auch links unten auf die Sättigungsanzeige. Was bei einem Rezept bei rauskommt, was nur 1 Minute 30 kocht und was wir nur einmal rausbekommen. Also die Gemüsesuppe. Okay, die ist auch schon nicht, also die ist nicht ziemlich, die ist ziemlich gut, würde ich sagen. Die ist nicht schlecht. Weiter geht es mit dem Fischeintopf. Du kannst dir aussuchen, welchen Fisch du benimmst von denen, plus noch ein Ei und plus einmal Milch. Für Milch brauchst du natürlich Ziegen, die du auf deinem Floß hast, die du melken musst. Dann erhältst du auch Milch.
Und jetzt schauen wir mal, dass wir uns die Fische zusammensuchen. Ich habe mich jetzt hier für den Buntbarsch entschieden. Den habe ich ziemlich viel. Dann nehmen wir uns noch das Ei und wir holen uns noch hier hinten bei unserer Milchbar einmal Milch. Das Ganze legen wir jetzt auf den Topf. Also, Buntbarsch zweimal, ein Ei und einmal Milch. Und beginne mit Kochen. So, das Ganze ist in 2 Minuten 30 fertig und wir bekommen zweimal den Fischeintopf bei raus. Und jetzt achten wir nochmal alle drauf, was passiert, wenn wir jetzt das Ganze essen. Ist auch richtig schön animiert wieder. Wir achten jetzt alle links unten auf den Essensbalken. Und wir erhalten, ja, von wenig bis mittel an der Sättigungsanzeige was. Und weiter geht es mit dem Früchtekompott. Dafür brauchen wir eine Ananas, eine Mango, eine Wassermelone und eine Beere. Eine Beere, eine Mango, eine Wassermelone und eine Ananas. Und das Ganze beginne mit Kochen, legen nochmal Planken nach, wenn es geht, und kochen das Ganze. Nach 2 Minuten 30 erhalten wir einen fertigen Früchtekompott, genau zweimal. Und wenn wir jetzt das Ganze noch essen. Ich finde, das ist auch ein richtig schöner Teller. Dann achten wir jetzt alle links unten wieder auf die Sättigungsanzeige. Und was erhalten wir? Aha, das ist das einzige Gericht, wo Essen und Trinken ein bisschen hochgeht. Essen zwar ein bisschen wenig und aber dafür auch eben auch ein bisschen trinken. So, das waren die ganzen Rezepte und wenn wir jetzt einfach uns mal der Top 5 widmen nach Menge, also was wir bei rausbekommen, dann ist auf Platz 1 die gleichschenkligen Unterschenkel, denn man bekommt sehr viel bei raus. Danach kommt die Kopfbrühe, die ist auch sehr viel. Danach das Pilzomelett, auf Platz 4 Haihappen und danach die Gemüsesuppe. Wenn man nach der Zeit das Ganze beurteilt, dann sind die Top 5 auch ganz klar. Auf Platz 1 die Gemüsesuppe. Die ist nämlich schon in 1 Minute 30 fertig und man bekommt sogar relativ viel Sättigung. Danach der einfache Fischeintopf, auch in 1 Minute 30. Danach auf Platz 3 der Fischeintopf in 2 Minuten 30. Danach auf Platz 4 der Früchtekompott, auch in 2 Minuten 30. Das Kokosnusshähnchen ist dann auf Platz 5 mit 3 Minuten 30. So, und jetzt kommt meine persönliche Top 5 nach ja, wenig Zutaten. Und nach der Zeit habe ich jetzt nicht besonders geschaut, sondern wenig Zutaten und wo besonders viel Sättigungsgefühl bei rauskommt. Und da ist bei mir auf meiner persönlichen Top 5 auf Platz 5 das Pilzomelett. Ja, das hat mich ziemlich beeindruckt. Ich habe es eigentlich noch nie selbst gekocht während des Spiels, aber jetzt beim Ausprobieren. Pilzomelett ist in 3 Minuten 30 fertig. Man bekommt es zweimal und man bekommt richtig viel Sättigungsgefühl. Also, es ist nicht schlecht. Deswegen ein berechtigter fünfter Platz für das Pilzomelett. Auf Platz 4
landet bei mir die Gemüsesuppe. Und zwar auch ganz klar, in einer Minute 30 ist dieses Gericht schon fertig. Ihr haltet es zwar nur einmal, aber man bekommt auch ganz guten Sättigungsgefühl bei raus. Und man braucht nicht viel Zutaten. Das heißt, Kartoffeln oder Rüben hat man immer da und man hat in ziemlich schneller Zeit ein richtig tolles Rezept gekocht. Auf Platz 3 landet bei mir Haihappen. Haihappen auch ganz klar. Hai kriegt man immer. Die Zutaten sind relativ gut herzubekommen. Und in 3 Minuten 30 ist es das einzige Rezept, wo man sogar 3 Gerichte in dieser Zeit von 3 Minuten 30 bekommt. Und das Sättigungsgefühl ist mittel. Also es ist ein richtig tolles Rezept mit Ressourcen, die man auch eigentlich immer vorrätig hat. So, und mein persönlicher zweiter Platz ist, was man eigentlich auch immer auf Vorrat hat, ist die Kopfbrühe. Genau, die Kopfbrühe. Ja, den Fisch, den braucht man auch sehr oft und deswegen kann man eigentlich auch sehr oft die Kopfbrühe machen. In 3 Minuten 30 erhält man zweimal das Gericht und man hat sehr, sehr viel Sättigungsgefühl. Deswegen ein berechtigter Platz 2 für die Kopfbrühe. So, Trommelwirbel, welches Gericht ist bei mir auf Platz 1? Ganz klar auf Platz 1 ist oder sind die gleichschenkligen Unterschenkel. Ja, es ist ein wahnsinnig tolles Gericht. Vor dem Update war das noch überhaupt nicht sättigend, aber jetzt nach dem Update sind die gleichschenkligen Unterschenkel wirklich meine persönliche Nummer 1, was Rezepte angeht. Man bekommt in 3 Minuten 30 zweimal das Gericht bei raus. Es ist wahnsinnig viel Sättigungsgefühl dabei, wenn man es isst. Und natürlich die Ressourcen, man hat die immer da. Also 2 Schenkel und 2 Beeren. Man bekommt 5 Beeren pro großer Insel. Das hat man auf alle Fälle vorrätig. Und deswegen ist dieses Rezept meine persönliche Nummer 1. Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr Ziegen an Bord habt und ihr die natürlich auch melkt, dann habt ihr auch sehr viel oder nach einer Zeit sehr viel Milch auch in eurem Lager. Und wenn ihr das jetzt esst, wie ihr seht, oder trinkt, dann geht ein bisschen was vom Sättigungsgefühl hoch und auch vom Trinken. Das heißt, es ist auch, ja, wenn ihr wirklich zu viel haben solltet, eine schöne Geschichte. Und ihr vielleicht auch keine Zeit haben solltet, zu viel zu kochen, ich weiß es nicht. Eine schöne Geschichte, gesättigt zu sein und auch, dass euer Trinken ein bisschen hochgeht. Danke fürs Anschauen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.